Ja, das ist mir egal. Können Sie machen. Ich habe gerne noch nicht hier fahren lassen. Ich sage, das ist viel zu kurz. Was willst du mit der Fahne hier für den Namen? Vorne Kunde oder eigene Kunde. Kollegen, Freunde, Bürger. Leiharbeit, Werkverträge. Wir wissen alle, was sie für die Arbeitnehmer bedeuten. Immer mehr Unternehmer sehen den arbeitenden Menschen als Humankapital an. Den behandeln sie dann auch wie eine Ware. Ausleihen, ausbeuten, wegwerfen. Wir sind empört. Das machen wir nicht mehr mit. Wir alle sind heute hier zusammengekommen, um den Unternehmern und der Politik zu zeigen, wir tolerieren diese Zustände nicht länger. Heute zeigen wir Flagge. Wir fordern grundlegende Veränderungen. Das Netzwerk für Menschenwürde in der Arbeitswelt wehrt sich mit konkreten Forderungen gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen. Das Netzwerk für Menschenwürde in der Arbeitswelt. Das Netzwerk ist ein sehr buntes Netzwerk, wie man hier sehen kann an den ganzen Fahnen, an den Transparenten. Und deshalb möchte ich das auch kurz nochmal erwähnen und auch positiv herausstellen. Wir haben uns hier aus ganz verschiedenen Richtungen zusammengefunden, um diese Missstände in den verschiedenen Betrieben, in verschiedenen Branchen anzuprangern und um der Politik auch ein Stück weit Rückhalt zu geben, zu sagen, jawohl, die Initiativen, die jetzt laufen, die wollen wir weiter unterstützen. Gleicher Lohn für Leiharbeiter. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Moral ist Pflicht. Moral ist Pflicht. Mühlen ist eine von 6 Bauernschaften in der Gemeinde Steinfeld und wurde erstmals im Jahre 977 nach Christus urkundlich erwähnt. Pferde aus Plastik, wohin man schaut.
aber auch ganz lebendige bewegen sich hier im Ort. Die Brüder Alwin und Paul Schockemöhle haben hier in Mühlen ihren Wohnsitz. Die bekannten Springreiter haben dafür gesorgt, dass der Heimatort Mühlen immer eng mit ihnen verbunden blieb. Und somit wurde der Ort durch die Erfolge der beiden in der ganzen Welt bekannt. Für die Rundumversorgung der Pferde befindet sich eine tierärztliche Klinik in unmittelbarer Nähe des Hofes Schockemöhle. Die älteste offizielle Seefahrtsschule des Oldenburger Landes im Binnenland, 130 Kilometer von der Küste entfernt, steht hier in Mühlen. Im Jahre 1817 entstand die Nautische Schule auf Initiative des Lehrers Johann Heinrich Rabe. Da damals fast alle Söhne der Heuerleute im Sommer mangels Arbeitsplätze in der hiesigen Gegend zur See fuhren, war es ein Ziel, diesen nautische Kenntnisse beizubringen. In der reizvoll landschaftlichen, bäuerlichen Umgebung lädt das Mühlener Landcafé zum Verweilen ein. Im Jahre 1908 entstand das Franziskanerkloster mit Kirche in Nähe des Bahnhofs. Die Pfarr- und Klosterkirche St. Bonaventura, eine neuromanische Basilika aus Backstein erbaut, mit Querhaus. Die Wassermühle Meier in Mühlen gibt es an diesem Standort seit dem Jahr 1556. Bis in die 1950er Jahre war die Mühle mit zwei Wasserrädern ausgerüstet. Ein Rad für die Mahlgänge und ein Rad für die angeschlossene Sägerei. Das Gebäude wird heute als Büro genutzt. Die Teichanlage wurde im Jahr 2007 im Rahmen der Arbeiten für den angeschlossenen Landschaftspark vergrößert und erweitert. Der Ort Mühlen und die landschaftlich schöne Umgebung laden zum Besuch ein.